auf die wunderbare Celine und jetzt hier McFaugus letztes Krachen trifft, aber leider nicht. Oh mein Gott! Six Man Center! Lodige! Was war das denn schon wieder? Genau in dem Moment, wo sein Team ihn braucht, zeigt er wieder volle Stärke. Und King ist auch damit down. Transzendenz direkt hinterher. Black Faust gesetzt erhalten ging. Und die Grab wird gefressen! Oh mein Gott, was ist denn los hier? Heiko, der hat Hungerhammer. Der kann hier das ganze Ding nochmal drehen. Aber Caps mit dem Switch auf die May. Das könnte hier tatsächlich gefährlich werden für. Aber Steed ist so low und wird sofort rausgenommen. Oh, da kommt das Nano Blade MRC mit einer guten Option hier direkt. 3 Kills gesichert. Das ist nochmal der vierte. Der dreht ja komplett am Rad, der Junge. Also nochmal zu contesten. 2 Minuten 45 sind es aber noch auf der Uhr. Der Shatter, aber der war ja absolut gewaltig von Exo an der Seite. Sneakt er sich vorbei und lässt es krachen. Der Rand, der versucht hier nochmal die Sache zu drehen, aber hat da keine Chance. Die Grab aber ist da und damit können sie nicht durchschwingen. Denn Garant, der ist hier down. Exo zeigt einfach, warum er so gefühlt ist. Zack, und jetzt hier Stray in der Back. Nein, ein neuer DPS muss natürlich sich hier beweisen. Das sieht auch gut aus, denn der Schaden ist gesetzt. Und da klingelt auch direkt der nächste Kopfcaps. Setzt hier einen wunderbaren Schuss auf Drive. Und damit sollte sie die Kontrolle auch direkt wieder zurückgehen. Hat hier jetzt auch noch 4 Ultimates, gleich 5 mit der von Keks. Jetzt kommt der Rally raus. Man möchte aggressiv gehen, man möchte pressern, man möchte auf Seiten der Black Force Crusader contesten. So viel wie möglich, so schnell wie möglich. Die Grab kommt raus, der Self-Destruct hinterher. Oh, die Cyberbots sind da nicht, keine Hilfe. Die kriegen trotzdem den Schaden. Kommt raus auf Seiten von Invictus. Oh, jetzt sind wir das Soundbarrier agiert. Man geht nach vorne da, aber eine riesen Grab. Da sind richtig viele drin. Die Bombe ist da und damit Mace in Schutt und Asche gelegt. Weiter geht's auf den Punkt. Der Shatter sitzt. Hadi Dani liegt auf dem Boden. Wird gecharged, wird einfach umgefahren. Und das ist der Vorteil, den Invictus gebraucht hat. Sie gehen nach vorne mit stolz geschwellter Brust. Lassen sie einen Kriegsschrei raus, denn sie sind die Invictus. Sie kommen aus NRW. Und dieser Punkt, den wollen sie ja unbedingt haben. Gegen den Keks. Soundbarrier kommt raus und da auch Hadi Dani. Sehr schöner Boop einfach mal von Troy. Schubst den Reinhardt in das eigene Team und gibt damit die Öffnung. Luca Enrico, der macht den Kick mit auch noch mal voll. Ey, Kollege, hallo, dreh doch mal den Schild um. Was war das denn bitte? Der hat ja komplett geschlafen. Na, damit mit dem Quadro-Kill räumt die das Feld und Narwhals fahren weiter durch.